Morgen, muss ich jetzt sagen, weil es ist gerade samstags morgens um 5:30. Was hat mich geritten? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt die zweite Woche Frühschicht hinter mir und ich war gestern so kaputt, dass ich morgens, dass ich abends um 7 schon im Bett gelegen bin. Dementsprechend bin ich ja jetzt auch schon fit. Ich habe gedacht, ich mache ein Video mit euch. Ja, ihr seht, ich bete mit euch am Klostergang. Ich bin nicht viel weiter gekommen wie im Stream, wie ihr seht. Denn mein Mann hat sich beschwert. Seitdem ich das Bild angefangen hätte, wäre ich nur noch in meinem Zimmer. Und wäre gar nicht mehr da. Und ja. Also musste ich umdisponieren, denn ich kann im Wohnzimmer nicht pennen. Könnte schon auf dem Esszimmertisch, aber da esse man regelmäßig drauf. Ich will ich nicht unbedingt und ich will es auch nicht immer hin und her räumen, da habe ich keine Lust zu. Also wenn mein Mann wach ist, muss ich ins Wohnzimmer sitzen und sticken. Ja. Pff. Ist ja auch verständlich. Dass der auch ein bisschen was von mir haben will. Ich habe es da schon leicht übertrieben. Also ich bin ja fast nur noch dran gesessen, stundenlang. Aber es lässt sich auch so schön kleben. Und Mama wartet auch. Will man fertig machen, ne? Ja. Kerle halt. Wenn du viel bei ihnen hockst, ist nicht. Wenn du zu wenig bei ihnen hockst, ist auch nichts. So, bis da bin ich jetzt. Ich muss nur gucken, dass ihr immer im Bild seid und ich euch mitnehme. So. Ja, es ist gerade ziemliches Konfetti, wie ihr seht. Die großen Flächen habe ich alle schon gemacht. Weiteres Fazit, ja, es ist ein Träumchen, weiterhin. Macht Spaß, es zu kleben. Ich sitze aber auch ehrlich gesagt seit den ersten 3 Tagen mal wieder dran. Ich habe jetzt die ganze Zeit nur gestickt. Das ist auch nicht wirklich viel. Immer mal wieder. Mir fällt halt einfach auf, dass ich nach der Frühschicht mich so am Arsch bin, dass ich auch keine Lust habe zu irgendwas. Ich hasse frühes Aufstehen. Es ist nicht mein Fall, früh aufzustehen. Aber gut, ich habe jetzt noch eine Frühschicht vor mir. So. Ihr seht bis da hinten. Und das Licht wird schlechter, ich weiß. Aber das können wir ja vielleicht ändern, indem wir zum Beispiel Frau Pela, ihr steht mir nämlich gerade auf dem Bild. Ich habe gerade noch was entdeckt. Ups. So. Beleuchtung besser, oder? Was gibt's Neues? Ja, das wird mir keiner glauben, aber wir haben intern einen Hotspot. Unsere Firma hat es als Hotspot ausgelegt. Die Abteilung ist die Herderei, also da werden Dinge gehärtet und so. Am Montag waren es noch 4. Am Dienstag waren es dann schon 8 Infizierte. Und am Freitag waren es schon 26. Sie haben die ganze Herderei geschlossen. Und momentan ist es so, dass unsere Herderei
die beste Auftragslage hat von allen. Und genau die läuft nicht. Jetzt stehen die Chefs an der Herdanlagen, um Aufträge zu erfüllen. Also es ist absolutes Chaos. Es gibt ja auch einen riesenlangen Rattenschwanz, weil sie produzieren ja auch für bestimmte Bänder bei uns, die dann auf Teile warten, die dann natürlich auch irgendwann stehen werden. Es kriegt unsere Firma leicht Panik, ne? Was heißt leicht? Die drehen völlig ab. Also ich find's geil. Erst haben sie sich geweigert, die Leute zu testen, weil sie Angst hatten, dass denn die ganze Anlage steht. Die Leute haben sich natürlich gedacht, seid ihr irre? Ich muss doch wissen, ob ich Corona habe oder nicht. Und sind selber testen gegangen. Und jetzt ist es soweit, dass sie Vernunft eingetreten haben, dass sie am Montag alle getestet werden. Jetzt bin ich ja natürlich mal gespannt, wie viele da Corona haben, ne? Das Geilste fand ich dann bei uns in Ortweiler, gibt es ein Krankenhaus, da sind auch 27 Krankenschwestern infiziert. Also unsere Region dreht halb durch, unsere Firma dreht halb durch, alle drehen halb durch. Jetzt darfst du nicht mehr mit deinem Mann einkaufen gehen, höchstens dein Mann nimmt jetzt auch noch einen Korb. Was ist los? Ich habe gedacht, auf einen Haushalt geht's. Und beim Einkaufen war einmal nicht mehr. Ich weiß nicht. Ja, ich warte jetzt gerade bis auf halb acht. Halb acht werde ich dann einkaufen gehen. Ich hoffe, es ist nicht viel los. Werde das Nötigste einkaufen gehen. Und um acht macht man dann mein Fleischer auf nebendran. Und ja. Werde ich meine Wurst holen und Aufschnitt, dass es die ganze Woche reicht. Und dann ist gut. Ich habe diese Woche erstmal wieder nicht eingekauft. Dann würde das alles vermieden. Also ich versuche jetzt momentan immer nur Wocheneinkauf zu machen und dann überhaupt nicht mal einkaufen zu gehen. Also was wir jetzt festgestellt haben, dadurch, dass wir auch mehrere Infizierte haben und so, dass viele es nicht merken, dass sie Corona haben. Also die merken das gar nicht, dass die sich angesteckt haben oder irgendwelche, die haben auch gar keine Anzeichen. Denen geht's gut. Das sieht man jetzt ganz stark an der Herderei. Die verstehen das gar nicht. Die fühlen sich gut. Und ich weiß auch nicht. Ich finde halt schon viel Panikmache in den Medien. Also ich hatte jetzt schon zu mehreren Corona-Patienten Kontakt, also nicht so Kontakt, sondern erst so telefonisch und per Mail und WhatsApp und so. Und die sagen alle, pff. Also einer ist ein bisschen mehr betroffen wie der andere. Der hat halt Erkältungserscheinungen. Der schläft halt viel, ist viel müde und
Ja. Also er sagt nicht, dass das irgendwie schlimmer wäre als die Grippe. Und dann habe ich noch jemanden, mit dem ich Kontakt stehe, der merkt gar nichts. Der sieht das wie Urlaub gerade. Bei den Eltern, also bei der älteren Generation verstehe ich das völlig. Ich habe auch intern in einem Freundeskreis die Mutter, die geht überhaupt nicht mehr raus. Die ist sowas von panisch gemacht worden, dass sie sich noch nicht mal mehr raustraut. Und ob das dann so richtig ist, ich weiß nicht. Weil gerade frische Luft ist wichtig und Bewegung für die ältere Generation ist auch wichtig. Also der hat mir erzählt, die denkt, die wird sterben, wenn sie nur einen Schritt raus macht. So arg. Ich finde es unmöglich von den Medien, das so hoch zu pushen. Wir wissen alle, dass wir aufpassen müssen und dass unsere jüngere Generation nicht wirklich aufpasst. Es fällt mir auch immer mehr auf. Weil es denen scheißegal ist. Es ist totale Ignoranz. Das finde ich auch nicht richtig. Es ist schwierig, einfach damit umzugehen. Aber ich wohne jetzt halt in einem Land, in einem Bundesland, wo es sehr viele Infektionen gibt. Also ich habe noch kein Corona und wenn, dann merke ich es nicht. Ja. So, wie weit sind wir denn da? Da können wir, das geht ja überhaupt nicht. Da brauche ich gar nichts. Ich muss nur gucken, wie ich die Kamera stelle, dass wir am besten das beste Ergebnis haben. So. Ja. Das ist momentan unsere Lage im Geschäft und außerhalb. Aber es gibt allerdings auch Rentner, die verstehen das gar nicht. Also ein Kollege hat mir gestern erzählt, der war gestern im Rewe. Der Rewe ist momentan so, dass die nur, wenn du einen Korb hast, darfst du rein. Und das Eheperle ist wohl vor ihm gestanden. Haben einen Korb genommen und dann wollten sie halt zu zweit reinspazieren, so wie sie es halt gewöhnt sind. Da hat die an vorne in ihrem Kondom, also so Ganzkörperding, gesagt, nee, das geht nicht, nur wenn er auch einen Korb nimmt. Und dann sind die zwei wohl abgegangen wie so ein Schnitzel. Von wegen, wieso denn? Und wir sind doch aus einem Haushalt und das ist doch alles nur Betrug und also manche sind da echt starrsinnig, da willst du diese Leute im Endeffekt schützen. Und dann wirst du noch niedergemacht. Und die vorne an wo die wegen verteilt, die kann ja mal gar nichts dafür, die macht nur ihren Job, ne? Haben sie so rund gebutzt. Was sie dann letztendlich gemacht haben, weiß ich gar nicht. Ich glaube, er ist im Auto sitzen geblieben und sie ist dann schnell einkaufen gegangen. Das so ein Schwarm, ganz ehrlich. Ich glaube, ich brauche noch mal ein bisschen neues Wachs hier. Ich brauche auch hier so langsam einen neuen Aufsatz. Ich kann es euch gleich mal zeigen.
Weil der Aufsatz hat jetzt schon langsam das Muster von. Wartet. Leuchte mal runter hier. Oh, Jesus Gott. Seht ihr es? Der hat jetzt so langsam die Abdrücke. Aber ich habe ihn jetzt auch schon lange in der Benutzung. Zwei Jahre? Bestimmt. Aber ich glaube, er ist jetzt so langsam fällig, dass ich ihn austausche. Vielleicht heben dann auch die Steine wieder besser drauf. Ja, auf jeden Fall war ich dann am Montag war ich mit meiner Mutter im CT, weil ich zufällig kurzfristig auf Kurzarbeit war. Ein Tag. Die jungen Leute, die passen nicht auf. Die stellen sich penetrant neben dich. Das interessiert die Leute nicht. Abstand drauf geschissen, war es Maske. Maske auf halb acht dann, war ich. Drauf geschissen. Was wollt ihr eigentlich? Habt doch eine auf. Und also ganz schlimm. Und es ist ja nicht nur die junge Generation. Ich hab die ältere ist ja teilweise auch schon so. Total ignorant und dann wundern sich die Leute, dass wir hier 20.000 Infektionszahlen haben. Der Arbeitskollege fing dann zu mir an, ah ja, die Merkel hat versprochen, dass wir Weihnachten zusammen als Familie feiern können. Ich denke so, bei der Ignoranz bestimmt nicht. Da kann Merkel viel versprechen. Ich muss dazu sagen, ich werde mich dann auch nicht dran halten. Ich will ja an Weihnachten meine Familie sehen. Also, man kann sich da kurz absprechen, wie es denjenigen geht und so. Und wenn man da keine Anzeichen hat oder so, dann finde ich schon, dass man sich treffen kann. Ganz ehrlich, ich würde da auch mit Maske hinsitzen, nur um meine Familie zu sehen. Das ist halt jetzt so meine Einstellung. Naja, ich warte ja ganz gespannt auf die Diamond Painting Deutschland Bilder, um mal ein anderes Thema anzuschneiden. Ich gucke ja fast jeden Tag rein, aber irgendwie kommt da nicht so wirklich was. Ich weiß nicht, ob vielleicht der Container Verspätung hat oder keine Ahnung. Ich streame morgen. Morgen ist Sonntag um 16 Uhr. Ihr könnt noch hier drunter abstimmen, wer nicht bei mir in der Facebook-Gruppe ist, kann unter mein Video schreiben, was er gern sehen möchte. Diamond Painting, Perlen sticken oder Kreuz sticken. Also in der Gruppe ist es momentan so, dass Perlenstick ganz knapp vorne liegt vor Painten. Also ihr könnt noch kräftig mit abstimmen, sobald das Video online ist. Bis Sonntag, so 15 Uhr würde ich sagen, weil dann bin ich schon am Vorbereiten und Aufbauen.
Könnt ihr noch abstimmen, was wir denn am Sonntag zusammen machen? Aber ich verstehe, dass jetzt viele Perlen stecken sehen wollen, weil es ja sehr wenig Perlensteck-Videos gibt momentan. Neue Perlensteck-Videos, sagen wir mal so. Aber irgendwie ist momentan die Zeit, dass nicht wirklich viele YouTuber Lust haben zum Perlenstecken. Wieso das gerade der Fall ist, keine Ahnung. Ich hoffe, ihr seht überhaupt noch was. Nicht, dass ich hier painte und ihr seht es gar nicht. Sonst hat sich die Woche auch nicht viel getan. Das ganz normale Chaos. Ich habe gestern Hart aber herzlich gesehen. Ich weiß, ich habe dazu geschaltet. Da fand ich den einen Satz so geil. Das Einzige an Corona, was positiv ist, ist, dass das Arbeitsamt mich in Ruhe lässt. Und ich kriege meine Kohle ohne was. Das fand ich schon ein bisschen krass. Es ist ja schön, dass das Arbeitsamt dich in Ruhe lässt, aber muss man das im Fernsehen erzählen? Naja, es gibt schon sehr schlaue Leute. Hart aber herzlich, ja. Das kommt ja auch jetzt immer samstags oder sonntags. Fast den ganzen Tag. Was die manchmal für Dinger raushauen, das finde ich ja, das ist krass. Wo du um arbeiten gehen, ne? Staat schenkt mir Geld, ne? Ich versorge meine Familie, der Staat mir zahlen. Ja, super. Die Leute, die da wirklich nichts für können, da sehen, sage ich nichts. Da ist, glaube ich, eine dabei, die ist, ne, die ist Rentnerin. Die hat 45 Jahre lang gearbeitet und ist vor der Altersarmut. Das müsst ihr euch mal geben. Das ist Deutschland. Vor der Altersarmut. 45 Jahre gearbeitet. Furchtbar sowas. Ja, denn inzwischen, die regt sich jedes Mal so auf und sie darf sich nicht aufregen, weil sie so schwere Herzprobleme hat. Und ja, sorry, also, wenn ich 45 Jahre lang gearbeitet habe und der Staat mich vor der Altersarmut stellt, dann würde ich mich auch aufregen. Was ich halt ein bisschen blöd finde, ist, die Sendung gibt es ja schon jetzt etwas länger und es gibt wirklich Zuschauer, die den Leuten dann auch noch was geben.
Also es sind Familien dabei, da schafft der eine und der, die andere nicht, weil sie zu viele Kinder haben oder sonst irgendwas, da finde ich es okay. Aber den Leuten noch was zu geben, zur Bestätigung, dass sie nichts machen, das finde ich ein bisschen, ja, grenzwertig. Hart, aber glücklich. Ja? Hart, aber glücklich. Yeah. Lass uns doch noch alle T-Shirts drucken. Also sorry, also es sind wirklich Leute dabei, die können arbeiten gehen, die sind jung und voll im Saft und die Alten maloren sich da einer ab und die machen sich das schönste Leben. Kein Verständnis, sorry. Also ich, wie gesagt, nicht falsch verstehen, ich nehme immer die Leute raus, die wirklich nichts dafür können oder es nicht anders geht. Krankheitsbedingt oder weil sie halt viel Familien haben oder wie sagt man, viel Kinder und da sollte einer zu Hause bleiben und oder was weiß ich, muss jemanden betreuen, krankheitsmäßig, voll intensiv, keine Ahnung. Die Leute nehme ich alle raus. Geht mir um die jungen Leute, die wirklich in der schönsten Wohnung sitzen, was von unserem Staat bezahlt wird, der noch fetten Computer anschmeißen und meine, sie müssen noch 12 Stunden zocken und nichts tun. Ja, mehr als ich. Also das verstehe ich nicht. Sorry, kein Verständnis. So, jetzt ist das Video auch schon wieder so lang geworden, von lauter Poppeln. Ich wünsche euch alle noch einen schönen Tag, einen schönen guten Abend, einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und vergesst nicht, 16 Uhr Sonntag streame ich. Ihr könnt unter dem Video einen Kommentar schon mal schreiben, was wir denn machen wollen, damit wir in den Perlen sticken oder Kreuz sticken. Ich gucke da auf jeden Fall drauf, bevor ich anfange zu streamen. Und nehme eure Stimmen dazu. Bis Sonntag 15 Uhr habt ihr Zeit, hier unter dem Video abzustimmen. Ich wünsche euch sonst allen einen schönen, wie gesagt, einen schönen Tag. Und ein schönes Wochenende. Macht es gut. Ciao.